Wiederhol doch nochmal das Orakel. Von hängender Schönheit liebevoll bewacht, von Freund und Feind in Gefahr gebracht. Wartet mal, das könnte es sein, die Blüten. Das Orakel spricht von den Blüten, das Teil muss dazwischen versteckt sein. Wir bringen das am besten jetzt gleich zu meinem Vater. Auf geht's! Halt! Du versuchst dich schon wieder aus dem Staub zu machen. Oh, Mutter! Fangen wir gleich an. Lektion 1. Das königliche Schreiten. Geh neben mir und wackle nicht ständig mit deinem Kopf. Hilft mir! Bitte, können wir nicht endlich was essen? Ich sterbe gleich vor Hunger. Mag sein. Die Elfenetikette sagt aber, dass du zuerst deinen Freunden servieren musst. Na gut. Dankeschön. Oh je, Schatz, ich fürchte, du hast das Brot vergessen. Hey! Ups. Mo, schämst du dich nicht, Junge? Ist schon in Ordnung. Ich bediene mich selber. Ja. Oh. Yuko, von dir habe ich sowas nicht erwartet. Du hast völlig recht, Mutter. Autsch! Hey! Oh, nicht den Teller werfen! Na, warte! Kinder, ich werde mich mit Kräutersammeln abreagieren. Inzwischen beseitigt ihr dieses Durcheinander. Daneben! Das reicht, Leute! Waffenstillstand! Oh oh! Wie kriegen wir das jetzt nur wieder sauber? Wir? Du hast damit angefangen! Okay, warte! Passt mal auf! Wow, du bist cleverer, als du aussiehst! Hey, Yuko! Wetten, dass ich den Baumstumpf treffe? Wetten, dass ich schneller bin?